Hallo Welt, da sind wir wieder. Und wir bauen diesmal etwas Wasser an. Hoffe ich doch. Zwar steht hier überall Wasser rum, also Wasserpumpen, aber die Leute wollen mehr. Und den Trog, wir haben keine Keramik dabei. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich Keramik doch mitgebracht. Und Wassermarsch. Das ist ja voll ätzend. Ja, die Nacht ist vorbei. Es wird Tag langsam hier im realen Leben. Und ja, ich lebe hier zwischen Baustellen. Also, das ist nichts Neues. Ich wohne hier bestimmt schon über 10 Jahre. Und in der Gegend wird immer irgendwo gebohrt und gehämmert und gerüttelt mit Rüttelplatten. Egal. Hier ständig was los. Jetzt kriegt das die Aufnahme auch mal zu hören. Ist ja toll. Gefällt mir gar nicht. Ich werde gleich abbrechen müssen, obwohl ich mir diesmal so viel Mühe gegeben habe. Ich finde es eine Sauerei. Das Einzige, was man tagsüber machen kann, ist schlafen. Denn im Schlafzimmer habe ich das so abgedichtet alles. Naja, da sollte ich die Computer vielleicht hinstellen. Nein, da schlafe ich ja. Ja, da stehen schon Computer. Was rede ich denn? Ist kein Platz mehr. Ja, was jammere ich hier eigentlich schon wieder rum? Ja, es ist einfach ätzend. Das ist total ätzend, wenn man in so einer Gegend wohnen muss hier. Seit 10 Jahren. Ich sollte mich dran gewöhnt haben. Nein, an sowas gewöhnt man sich nie. Nicht, wenn man aus so einer Spießergegend kommt, als Kind dort irgendwie aufgewachsen ist. Kann man das überhaupt nicht verstehen. Ja, so ist das. Voll ätzend. Dann kriegen die hier halt doppelt Wasser. Zack. Beton. Ein Beton nur. Ich könnte 12 Pumpen hier aufbauen. Ja, aber was sollen die mit 12 Pumpen, bitteschön? Scheint wirklich was zu werden. Da gibt's nichts als Ärger. Das hat gar keinen Sinn jetzt, oder? Mit den Geräuschen im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob man das hört auf der Aufnahme, aber meine Güte. Ich habe jetzt extra gerendert dazwischen und dachte, ich könnte jetzt mal ein bisschen mehr aufnehmen. Das nervt jetzt. Das geht mir mehr auf den Keks als diese dämlichen Raider oder Todeskrallen. Wirklich, das geht mir richtig auf den Sack. Und das geht den ganzen Tag jetzt so weiter, bis 8 Uhr abends. Manche haben sogar Scheinwerfer draußen schon aufgebaut, damit sie auch dann abends noch bis 10 Uhr hier handwerkeln können. Ey, das... Mir fehlen die Worte. Ein bisschen Rücksicht auf die Nachbarn nehmen mal. Das mache ich doch auch. Ach, ja. Ja, Zwangspause dann jetzt gleich. Toll. Ganz toll. Ja, es ist auch 8 Uhr durch morgens. Wir haben die ganze Nacht durchgespielt hier. Das soll ja auch reichen dann irgendwann mal, oder? Aufträge sind keine da, also kann ich mir das erlauben im Moment. Jetzt habe ich aber ganz vergessen, was ich hier wollte noch. Natürlich, ich wollte weiter anpflanzen. Verflixt! V? Vor allem, was sind das für Geräusche? Also, das ist doch jetzt keine Bohrmaschine, oder? Bohrmaschinen hören sich doch anders an. Das hört sich an wie ein Mixer oder sowas. Komm schon, Karotte, lass dich pflanzen. So. Und noch eine hier hinter. Gleich.
Okay, das war das Essen. Sie brauchen Betten? Nee, aber eine Plünderstation wäre doch hier gut. Können wir sogar bauen. Plündern. Was brauchen wir hier noch? Schutz. Das reicht erstmal. Die Moral steigt. Ja, aber dass hier so viele Leute auf so kleinem Platz sind, das finde ich jetzt doch irgendwie ein bisschen seltsam. Was haben wir denn hier viel? Holz für Holzwände. Das ist eine Hüttenwand, 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 Hüttendecke, Hüttenwanddecke und eine normale Wand. Normale Wände, die nehmen wir dann. Und zwar die, die wenig brauchen. Die brauchen aber viel Stahl dafür, dass die aus Holz sind. Okay, ich brauche was mit wenig Stahl. Wandecke. Wand klein. Und das hier sind normale Wände. Warum? Ach so. Ja, dann nehmen wir Wand klein. Wandende. Aha. Wand klein. Da kommt eine Ecke hin. Da auch. Ich kann. Wieso kann man die hier nicht hinbauen? Da, jetzt ist grün. Okay. Hier vorne? Ist ehrlich. Vielleicht sollten wir mit der Ecke anfangen. Deswegen. Deswegen sollte man mit der Ecke anfangen. Ecke. Ach so, Entschuldigung. Ecke, Wandende, Wandecke. Nein, so eine doch nicht. So eine auch nicht. So eine vielleicht hier. Na, dafür muss erstmal was anderes sein. Und noch eine. Für die andere Ecke. Ach so. Ja, ich bin immer ganz umgänglich. Ich bin ja nicht so. Das sollte doch hier jetzt anschließen. Ja, ich habe ja auch nichts dagegen, wenn da irgendwie gehandwerkelt wird, aber jeden Tag muss das sein. Und dann den ganzen Tag, jeden Tag, seit 10 Jahren. Also der eine zieht aus, der nächste zieht ein und jeder handwerkelt. Kann ich ja verstehen. Wenn ich umziehe, dann muss ich ja auch die Wohnung erstmal irgendwie fit machen, einigermaßen. Verstehe ich ja auch mal. Ach Mann. Wie viel Holz haben wir? Oh, so viel Holz ist hier ja auch nicht, wie ich dachte. Hier sieht man nichts wegen dem Busch. Der Busch, der Busch, der Busch ist im Weg.
Nee, so wird das nichts. Ah, gerade hatte ich was. Mann, hier hinter das ging vorhin. Hier kommt keiner durch. Jo, was ist mit den Rückseiten? Hier zum Beispiel. Aha, eine Ecke wäre gut hier. Nein, so eine nicht. So eine. Sehen, womit können wir. Ja, das braucht nur 4 Holz, aber dafür 9 an Stahl. Also. Naja, nehmen wir die mal. Das sieht ein bisschen anders aus. Ja, hier kommt auch niemand rein. Das ist gut. Das war es offenbar schon. Wie es aussieht, kann man hier jetzt nicht so viel hinsetzen. Nein. Nein. Oh, seltsam. So rum geht's nicht, aber so rum. Also doch hier hin. Das war's schon. Wir haben keinen Stahl mehr hier. Dann nehmen wir die halt wieder weg und stellen die da oben auf. Ach, das ist ja auch eine Hüttenwand. Na gut. Ja, liebe Welt, ich bedanke mich fürs Zusehen und mache Schluss für heute. Leider. Ich bedanke mich für Likes, für Daumen nach oben, meine ich damit, und für Kommentare, für euer Mitgefühl und für Comments, sagte ich schon. Ich bin ganz am Ende. Ja. Irgendwofür wollte ich mich noch bedanken. Ach, für Abos, natürlich.
Aber natürlich, bitte abonniert, bitte erzählt weiter, dass es hier irgendeinen Verrückten gibt, der für euch die ganze Nacht Fallout 4 durchspielt, leidet dabei und versucht dabei auch noch witzig zu sein, was meistens in die Hose geht. Ach, ich weiß nicht, was ich sonst noch sagen soll. Danke fürs Zuschauen. Ich gehe jetzt. Ich hau mich in die Federn. Und bis morgen. Macht's gut. Tschüss. Tschüss, tschüss.